Und da ist eine Katze abgebildet. Das hat mich gerade ein bisschen verwirrt. Weil mir das nicht nach einem Hund aussah, sondern nach einer Katze. Sag mal was. Oh, jetzt werden die ganzen. Ah, ist da vorne, hat. Mir ein schwarzes Objekt geladen, danke. Leute, was fahrt ihr euch denn da zusammen? Ah, hier steht, sorry kleines, hier kannst du nicht rein. Ah, jetzt macht das auch Sinn. Danke, Omsi. Gucken uns das schöne Haus dann leider nicht an. Macht bestimmt viel. Sind alle ganz traurig. Mhm. Jens ist sowieso noch da am Verzweifeln. Ja, ich verstehe es nicht. Warum ist denn jetzt bei mir auf einmal der Ordner weg? Hast du ihn gelöscht oder was? Wie Henry da unser ganzes Mega-Verzeichnis gefühlt. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall nicht. Das kann ich, das ist klar. Alter, Handy haut da erstmal ein paar Sachen raus. Das war's ja auch. Aber Fahrzeiten sind auf der Linie ganz angenehm. Ja. Das ist auch nicht so, dass man ständig so früh ist oder so. Hallo. Moin. Guten Tag. Ja, aber im Teilschabschule haben wir den, den Anschluss quasi immer. Oder wie? Ja, müsste. Ja, ich habe 5 Minuten Fahrzeit von der Schulstraße. Ich glaube ab und zu ist ein bisschen was mit den Fahrzeiten. Also ich glaube die 24 fährt aktuell eine Minute nach dir erst ab. Das ist natürlich sehr tragisch. Querspange. Aber ist aber nicht einmal irgendwie überprüft gehabt vor langer Zeit, die ganzen Linien mit Fahrzeiten und so? Nee. Wo wir die 25 auch da so korrigiert haben, die hat Katastrophe war. Der habe ich auch. Ich glaube, ich hab's gefunden, die haben die Ordnerstruktur geändert, warum auch immer. Du musst dich erst in den Objekte Splines Textur Ordner und dann in Objekte. Frag mich nicht warum. Ah. Gerade schon. Jens. Ich dachte, was ist denn bei mir? Ja. Warum? Ah, witzig. Ja, fand ich schon witzig. So Splines brauche ich auch. Wurde alle gestern hochgeladen, habe ich mir einmal alle runterladen. Das ist natürlich schön. Kostet ja nichts. Splines. Kostet ja gar nichts. Was trinken hier? So, jetzt bin ich nicht mehr so verwirrt. Jetzt bin ich hier voll wieder da. Jetzt bist du wieder. Ich hab schon ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Alter, dieses Quietschen von dem Bus, wenn der anhält. Ja, macht der das aber nicht auch. Das ist sehr gut sogar. Alheim SD, gut. Keine Ahnung, wir haben dritte Gen Solaris nicht. Obwohl doch unsere 8,6er oder 8,6er. Aber die dritte Gen Solaris sind auf jeden Fall edler als die Urbino 4. Vor allem die relativ neuen dritte Generation, so 2012, die sind schon ziemlich cool, finde ich. Die sind gut. Ich weiß gar nicht, was unsere Urbinos für ein Baujahr sind. So. Die sehen zumindest noch vorne so, also von innen vorne, aber die haben das neue Dash schon. Aber sie sehen von innen irgendwie nicht aus wie ein Urbino 4er.
Ja, wenn. Wie, die sehen voll ähnlich aus wie ein Urbino 4. Oder ist das ein Urbino 3 oder 4er oder was? Warte mal, ich meine, die haben teilweise neue Dächer. Ich gucke nach dem Baujahr. Ja, was ist denn das überhaupt von außen? 3 oder 4? Von außen sieht es eher aus wie 3. Ah. Baujahr Aber dann. 2016, es kann aber kein 3er sein, oder? Doch. Es gibt Kann. nämlich Dreier mit Euro 6. Oh, ja gut, dann wird es ein 3er sein. Werden das 3er sein, unsere 5 Stück da. Ja, wenn die von außen wie ein Dreier aussehen, können es schlecht Vierer sein, Paul. Ist richtig. Ah, S-Bahn! Edel. Meinten Sie Straßenbahn? Ja, richtig. Da muss ich euch Oh. erstmal gucken, wo jetzt genau die Position ist, wo die Oberleitung fehlt. Morgen Was? kommt fährt der erste XXL ICE4 auf Testfahrt bei uns. Toll. Wird bestimmt ein voller Erfolg. Ah, ist der Polizei C2. Oh ne, NRW Hund. Leck. So, alle Dateien, Beta-Test. So. Beta-Stufe 2, Beta-Tabelle. Oho, das war das Auto. Das Map macht auf. nichts. Kollateralschaden. Oder wie man das nennt. Ja. So, wo ist die Heiligstelle Uniklinik? An der Klinik von der Uni oder so? Keine Ahnung. Ja, bestimmt da. Ich habe eine War Idee, wo das sein könnte. wahrscheinlich da bei der Universität, oder nicht? Nee, Aber nee. eben nicht. Ja, weiß nicht. Gab es die davor überhaupt schon? Ja, natürlich. Also in der V3. War fest. Steuerung F. Ja, einfach mal so suchen. Uni Klinik. Ah ja. Ist ja die Uniklinik. Ah ja, hö, perfekt. Ach ja, hier ist, ich hab's. Das ist sehr gut, wenn du die gefunden hast. Und da hast du die Oberleitung vergessen, oder Ja, ich hab's jetzt auch, also ich hab's auch hier im Netzplan gefunden. Ich muss dann gleich, ich muss noch eben, ich bei mir habe noch nicht die Objekte fertig runtergeladen. Deswegen, aber also, das wird dann gleich der stimmt, da Fall war was sein. mit deinem Internet. Ja. Alte Schulstraße. Alter, Leute. Mal gucken. Das wird es bei euch am Wochenende auch so schön warm und sonnig. Ja, ich gehe morgen auch da gut fotografieren, habe ich mir vorgenommen, dass ich da ein bisschen Sonnenfotos mal machen will wieder. Was willst denn du fotografieren? Wo ist es noch nicht? Ich will auf jeden Fall auch Samstag oder Sonntag. Einen Tag von beiden. Ich weiß noch nicht so genau wo. Das wird sich aber auch noch klären. Kannst du irgendwas Werbemäßiges fotografieren? Ja, entweder das oder halt S28, wobei ich S28 ohne Auto eher wenig Lust hätte. Was will ich da machen, wenn ich 18 bin? Ich guck Ja, die mal, Frage ist vielleicht. nur halt, was Werbemäßiges bei dir vorbeikommt. Ja, eben. Ja, eben. Und ich weiß nicht, was ich hier sonst groß fotografieren soll, ist das Ding. Das ist halt. Ja, das ist halt das Problem. So, ich habe Werbemäßig jetzt ist mal es die auch nicht viel Position Glück mal haben, kann ich dir genau schon eingeben. sagen. Also kann ich dir nachher mehr zu sagen, aber die Expertise steht auch schlecht. Toll. Ich weiß halt nicht, was ich sonst fotografieren Also soll. die Bahn-BKK kommt auf jeden Fall vorbei und die 068, nur beide leider schiebend wahrscheinlich. Oh, Die ist eine auf einem furchtbar. Gera IC, die andere auf dem Ja, aber Eurocity. der Gera IC macht ja Kopfwind haben. Ja eben, und dann ist es schiebend. Ah, ja, gut, also ist das einer Ausrichtung Gera. Ausrichtung, genau. Ja, er sagt das doch. Und der andere ist mit Eurocity 114, der kommt. Wann kommt denn der an? Ganz spät abends. Ja, richtig. Und vielleicht kannst du ja Mundschutz fotografieren.
Oh, nix lieber als das. Das ist Ganz halt noch geil. der einzige, was mir einfällt. Oder den blauen Streifen. Und was ist mit der? Ah gut, der kleine IC fährt immer noch nicht. Das ist eigentlich klar. Ja, der steht immer noch in Krefeld rum. Ja, habe ich mir schon gedacht. Da war ein Zug. Was denn für einer? Oh, S3. S3? Oder keine Ahnung, auf jeden Fall. Oder die S8. S8. Die mit der. Die war tatsächlich eine Minute zu spät. Nee, oder war das hier der RE oder so? Wo Ja, weil, mit wenn du mir sagst, was für ein Zug Y-Wagen. war, dann. Dann ist. Y-Wagen. Ja, dann ist das der RE41. Ah, mit 246 war es auch. Die andere fährt ja mit Taurus. Auf der 1963. S3 fahren schon längst keine Y-Wagen mehr, Paul. Was fährt denn da? 422. Aber auf irgendwas, wo vielleicht 3XL fahren sollen. Welche ist das denn? Hä? Gibt es nicht irgendeine Linie, wo Y-Wagen und Taurus fahren? Ja, das war die S3. Schade. Macht nix. So, ich muss jetzt alles installiert haben. Ich lasse mal lieber Mapwoods einmal drüber laufen. So, aber ich will, wie viele Kacheln sind das eigentlich? Ich guck mal. 730, ja. Das dauert Auf jetzt erstmal ein Alheim bisschen. war Ja. 730. Ich habe jetzt hier keine Lust zu warten. Wir machen das auf ganz professionellen Stellen einfach ein bisschen vor. Weil die 24 wird schon eh nicht, ja, die kommt eh eine Minute nach uns. Da vorne kommt er schon, da warten wir mal auf den. Und was ist drauf? Oder? Ja. Wohnen und sparen. War das nicht die edelste Werbung im Stil der drei Kürze? Was? War das nicht die edelste Werbung im Städtedreieck? Ah ne, die edelste, das kann jeder sehen, wie er will. Es ist jedenfalls die teuerste Werbung. Ja, die teuerste. Ich fahre mal aber lieber noch ein kleines Stückchen nach vorne. Ich würde ja prinzipiell sagen, dass das heute an deinem Internet liegt, weil ich downloade mittlerweile nichts mehr. Und auch als ich was gedownloadet habe, war meine Verbindung zu dir eigentlich sehr stabil. Ja, bei mir war auch alles hier Ding laut Discord zumindest stabil. Oder es liegt Ja, an laut Discord halt. siehst ja, das ist natürlich immer so eine Sache. Oh, komm zu Pötte. Ich fährt an die 24. Ah, ich habe alles perfekt, gut, dann kann ich jetzt um die starten. Ich werde die 24 da in der Minute eher nach vorne wieder legen. Das dauert Oh, schon was war das denn jetzt? was. Der kurz so einen Sprung gemacht quasi, also ziemlich Ja, das schnell. ist normal. Wenn die anhalten, die drehen ja durch, teilweise wegen dem Morphy-Skript. Und wenn die dann anhalten, dann drehen die kurz nicht durch, schießen nach vorne und machen dann eine Vollbremsung. Das ist halt ein bisschen suboptimal. Ja, Nicht sah wahr? lustig aus. Ja. Teig hat das übrigens jetzt bei den C2 so machen können, dass die Haltestellbremse direkt reingeht, sobald du die erste Tür öffnest und nicht erst nach ein paar Sekunden. Ampelstraße. Aber das war jetzt ja richtig Verstehe. nervig. In echt ist das nicht. Bei den Facelift ist es aber in echt bei uns so. Bei den C2s funktioniert das nicht. Was? Also dass du nochmal kurz ruckt, wenn du die Türen früher aufmachst. Beim Nee, Facelift bei geht uns das ist bei eigentlich uns. überall. Also beim Bei Facelift uns ist es so. geht die direkt immer rein. Ja, ne, bei uns nicht, beim Facelift. Aber beim C2 geht das. Vor allem bei den neuen C2s, da musst du erstmal anhalten. Eine Sekunde oder zwei stehen, bis der Tacho überhaupt auf Null ist, bevor du die Türen aufmachen kannst. Also, das ist irgendwie ganz. Also, die C2 Step 1er, da kannst du die Tür schon ab 5 km/h oder so öffnen. Bei den Step 3 geht das nicht mehr, da musst du wirklich stehen. Ja, genau, da musst du aber sowas von stehen. Hoch. Oh, Alter, du fährst toll. perfekt, jetzt habe ich den berührt. Oh, Paul, Oh, oh. Leute, Leute, Leute. Nochmal? Sagt der Ja, Busfahrer seinen nochmal. Brief nicht? Warum ist der so grimmig?
Jo, ich bin voll grimmig. Ja, bist du. Perfekt. Heute ist schwierig. Liegt bestimmt an der Karre. Und weil es hier so warm ist. Aha. Ja, keine Ahnung, mein Zimmer ist gerade voll warm geworden. Der macht die Heizung aus. Weiß gar nicht, ob die an ist. Ich habe sie nicht Und macht angemacht. das Fenster auf. Aber vermutlich hat sie meine Mutter wieder angemacht. Die Wo ich böse heute Hexe. nicht da war, den ganzen Tag. Ja, genau, die ganz böse Hexe. Ich höre Dostos bremsen. So gefühlt. Ah, danke! Das haben wir in der Grundschule anders gelernt. Ja. Alter, Rücksicht nehmen, yo. Hallo? Wie heißt denn jetzt das? Ich krieg einen Knall hier. Kriegst einen Knall hier? Ja, muss ich einen Spawnpunkt suchen. Oh. Sind ja nur gefühlt Ja, ich hab hier 3000. Vorfahrt gehabt. Pisser. Laupendal, schlimm. Oh, wo. Laupendal, Zweiberg. Knall hier. Was kriegst du jetzt? Einen Knall oder einen Knall? Wie weit nach da? So. So, wir sind schon fast an der Endhaltestelle. Ja, dauert nicht mehr so lang. Richtig. Habt ihr den neuen SP? Habt ihr auch noch nicht? Na ja, dann kommt wahrscheinlich morgen ein Update für die Version. Da kommt gerade der SB. Ja, der fährt da nicht mehr. Das ist ja Ist alles richtig. veraltet bei Paul. Katastrophe. Ja, wenn du mir nichts Neues schickst, kann ich auch Ja, nichts. Paul, ich kann dir doch nicht jeden Tag was schicken. Das gibt's nicht. Du kannst jeden Tag ein Update-Paket hochladen mit neuen Dann stürzt Werbungen mein und alles. Internet ab. Meinst du, schaffst du wirklich von deinem Internet gar nicht? Nein, natürlich nicht. Wo ist jetzt der Julia-Weg? Ich glaube in die Richtung. Weiß ich nicht. Ich kenne die Karte tatsächlich nicht. Glaub da. Netto Marken-Discount. Da war ich heute auch. Also nicht in dem Netto, aber in einem anderen Netto. Man hält nur Einsatzwagen. Da muss ich in die Richtung. Gut. Und dann müsste der gleich. Moin, wie Hallo. heißt das? 4 Hofstraße. Ah ja, genau die Stelle. Da habe ich mir schon fast gedacht. Hast So, du wo ist dir schon jetzt hier fast gedenkt oder wie? die Haltestelle Lachenstraße. Uniklinik? Auf der Höhe ist hier. Ah, Und will da okay. nicht mal rein, finde ich edel. Können wir schon mal umschildern hier. Das, obwohl, ich glaube, der haut mir jetzt das Ziel gleich wieder raus, oder wenn er weiterschaltet. Ah, ne, haut er mir nicht raus. Ah, hier Sehr ist die Haltestelle, ja, hier fehlt die Oberleitung, Tatsache. Ich nehme, glaube ich, hier lieber nicht die Busampel, oder? Obwohl, es wird auch gar nicht, glaube ich, gehen, wenn ich die Busampel nehme, da komme ich da gar nicht rein. Zu der Haltestelle, oder? Ja. Ja, das wird eng mit dem Endbus. In 6 Minuten mehr wieder Abfahrt. Was hält denn dann hier überhaupt noch? Gar nichts mehr. Ja, da hält aktuell tatsächlich gar nichts. Macht Aber die nichts. Haltestelle bleibt trotzdem noch bestehen. Kommen wir bestimmt für einen weiteren SC irgendwann mal wieder benutzen. Ja, weiß ich nicht, mal gucken, auf jeden Fall wollen wir die jetzt nicht auf einmal abreißen. Ich hasse diese Ampeln hier. Aber den Platz hier mag ich eigentlich. So, dann fahren wir einmal in unsere Endhaltestelle rein. Huch, das war ein bisschen weit ausgeholt.
So, dann sind wir an unserer Endhaltestelle angelangt. Ganz super. Ja. So, hast du noch irgendwas zu sagen? Nö. Nicht? Gut. Nein. Dann würde ich sagen, was ist das für heute? Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao. Tschüss.